Freiheit bedeutet eigentlich alles. Vor allen Dingen, dass man seine persönlichen Horizonte ausloten kann und auch dafür sorgt, dass andere dazu in der Lage sind. Die Freiheit ist der wichtigste Wert in unserem Leben. Ohne sie verlieren alle anderen an Bedeutung. Ich kann es mir nicht vorstellen, Freude aus der Freundschaft oder aus der Liebe zu schöpfen, ohne die Freiheit, die uns das alles gibt und die etwas ist, worum es sich zu kämpfen lohnt. Wenn wir über die Freiheit in Bezug auf zwei Städte sprechen wollen, lohnt es sich wahrscheinlich, zu schauen, wie sich die Idee der Freiheit oder die Freiheit selbst im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, was sie im Mittelalter war und was daraus später wurde. Haben wir es tatsächlich mit dem gleichen Wort, der gleichen Bedeutung, der gleichen Definition von Freiheit damals und heute zu tun? Wahrscheinlich schenken wir dem Wort viel mehr Beachtung als nötig. Aber es lohnt sich, Greifswald und Stettin unter dem Aspekt der Freiheit zu betrachten. War es die Freiheit, dass diese Städte entstanden sind, dass sie aus Gründungsakten hervorgegangen sind, die im 13. Jahrhundert entstanden sind? War es Freiheit, dass die Universität in Greifswald Ende des 15. Jahrhunderts gegründet wurde? Ist das Pädagogium in Stettin ein Akt der Freiheit? Scheinbar ist es so. Das sind die Momente, in denen die Bürger dieser Städte etwas erhalten, das eine gewisse Last von Freiheit und Verantwortung mit sich bringt. Denn Verantwortung ist praktisch unaufhörlich mit Freiheit verbunden. Ohne Verantwortung gibt es keine Freiheit. Wir haben freien Handel, wir haben bestimmte Rechte, die wir ausüben und sie bewirken, dass wir für uns selbst verantwortlich sein müssen. Und wir sind verpflichtet, die Grenzen zu bewahren, die durch die Freiheit, die uns gegeben wurde, definiert sind. Es ist auch das Bewahren der Grenzen in Bezug auf den anderen Menschen. Denn er ist extrem wichtig in Bezug auf alles, was passiert und was unsere Freiheit ausmacht. Ich denke, dass wir im Mittelalter sowohl in Greifswald als auch in Stettin diese Aspekte sehen können. Wenn wir uns Greifswald anschauen, sehen wir die Hansa, eine mächtige Organisation, die verschiedene Städte an der Ostsee miteinander verband. Wir sehen eine Organisation, die ihre Macht aus der Freiheit des Warenaustausches und der Freiheit des Gedankenaustausches ableitete. Also auch das ist ein Aspekt, der mit Freiheit zusammenhängt. In Stettin ist das natürlich weniger sichtbar. Aber in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten wird Stettin zu einem Ort, an dem die Freiheit in den Vordergrund treten wird. Besonders deutlich wird dies in der Nachkriegszeit. Ich denke hier natürlich an den Zweiten Weltkrieg. In manchen Geschichten über Stettin wird es einfach zu einer Stadt der Freiheit. Dies ist in einigen Mythen vorhanden. Aber diese Mythen sind sehr wichtig. Sie schaffen eine bestimmte Erzählung über die Stadt, über eine bestimmte Realität, in der die Menschen leben. Das sind auch Mythen über das Jahr 1945, über die Freiheit, sich hier niederzulassen, was natürlich in gewisser Weise dem entspricht, was in Greifswald passiert. 1945 kommt der Zeitpunkt, an dem die Freiheit dort wieder eingeschränkt wird. Die Freiheit war zuvor in Bezug auf den Nazi-Totalitarismus eingeschränkt worden. Und plötzlich tritt eine neue Realität auf, in der eine Rote Armee erscheint, in der die Herrschaft der Sowjetunion erscheint. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der in einem Moment ein Staat geschaffen wird, der wieder auf bestimmte totalitäre Instinkte zurückgreift. Und diese Situation wird für die nächsten Jahrzehnte fortbestehen. Beginn und Ende der Freiheit fasse ich als verschiedene Signale auf. Es kommt vor, dass das eine physische Empfindung ist. Ein Zuschnüren der Kehle oder ein Druck im Magen. Du erhältst einen Impuls und weißt von einer Bedrohung. Das ist genau das Signal, dass jemand die von mir gesetzten Grenzen übertreten hat. Es kann auch umgekehrt sein, dass vielleicht ich einen Schritt zu weit gegangen bin, denn auch das kommt manchmal vor. Freiheit bedeutet eigentlich alles. Vor allen Dingen, dass man seine persönlichen Horizonte ausloten kann und auch dafür sorgt, dass andere dazu in der Lage sind. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch jeweils so handelt, wie er, seiner Meinung nach, am besten handelt.
Die Rhetorik des Übermaßes verbindet sich für mich mit einem Konzept, das die Natur des Menschen für schlecht hält. Ein solches Denken ist, gerade in Verbindung mit dem Einsatz des Machtapparates, eine Bedrohung für die Freiheit. Freiheit ist Freiheit in meinem Glauben. Die Erziehung meiner Kinder in der Überzeugung für meinen Glauben und dass ich mir im Alltag keine Sorgen machen muss, wegen meines Glaubens Einschränkungen zu erfahren. Der Philosoph und Priester Josef Tischner sagte, das unglückselige Geschenk der Freiheit, Freiheit ist Freude, Verrücktheit, verbunden mit Verantwortung. Das ist ein Zustand des Körpers und der Seele sowie unserer Angehörigen, unserer Gemeinschaft und unseres Landes. Freiheit endet für mich dann, wenn ich mit meiner Freiheit in die Freiheit von anderen Leuten eingreife, wenn ich denen Vorschriften mache oder wenn mir Leute Vorschriften machen, weil ich ihre Freiheiten beschränke. Ich kann mir eine Situation, in der ich nicht über mich selbst und das, was ich tue, bestimmen kann, nicht vorstellen. Natürlich innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens, der bestimmte Verhaltensweisen nicht akzeptiert. Verschwörungstheorien werden aufgebaut und die Leute verrückt gemacht. Das ist das Ergebnis, wenn es den Leuten zu gut geht. Sie haben vielleicht schon wieder zu viel Freiheit erlebt und können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, in ständiger Angst zu leben. Co zwraca uwagę w tych wypowiedziach osób, które są bohaterami wystawy Andrzeja Łazowskiego? Was in den Aussagen der Menschen auffällt, die die Hauptfiguren der Ausstellung von Andrzej Łazowski sind, ist ein Verständnis, das sich dem Medienrummel, dem Medienlärm entzieht, indem man nicht wirklich weiß, was Freiheit ist, wie Freiheit definiert werden kann. Es ist extrem wichtig, Freiheit im Alltag zu erleben, denn über Freiheit reden die Menschen normalerweise nicht. Erst wenn sie dazu gezwungen werden, wie zum Beispiel bei dieser Ausstellung, sind sie in der Lage, sehr schön, oft sehr rührend darüber zu sprechen, was Freiheit für sie bedeutet. Was in diesen Aussagen sehr oft vorkommt, sind zwei Aspekte, die mir auch sehr wichtig sind. Das sind die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wahl. Zwei Elemente, die sehr stark die Definition von Freiheit ausmachen. Was in diesen Aussagen ebenfalls vorkommt, ist eine Grenze, die man als Grenze der Möglichkeiten bezeichnen könnte. Denn Freiheit bedeutet auch bestimmte Arten von Möglichkeiten, die auf verschiedene Art und Weise eingeschränkt sind. Eingeschränkt durch die Gesundheit, eingeschränkt durch die Unmöglichkeit der Bewegung, was sehr wichtig ist und was man im jetzigen Moment sehen kann, im Moment der pandemischen Einschränkungen durch dieses unglückliche Ereignis, dessen Auswirkungen wahrscheinlich noch jahrelang zu spüren sein werden. Das ist etwas, das uns bestimmte Möglichkeiten aufzeigt oder das uns den Wert der Freiheit vermittelt. Frei zu sein bedeutet, seine Bedürfnisse zu verwirklichen, sowohl die inneren als auch die äußeren. Manchmal haben wir den Eindruck, frei zu sein, aber wir haben Mauern im Kopf. Freiheit endet für mich, wenn ich nicht mehr selbstbestimmend leben kann, wenn andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Für mich ist die Freiheit ein außergewöhnliches Geschenk. Sie ist wie die Luft, ohne die man nicht leben kann. Sie erfüllt den Kopf und das Herz, ist in jedem Atemzug. Das Fehlen von Freiheit mag ich nicht, denn das ist schlecht und einfach schädlich. Freiheit ist ein Raum, den man nutzen kann für Kreativität und Entwicklung. Freiheit braucht Freiraum. Ich halte es für wichtig, dass diese Räume auch Regeln haben, sodass man sich dort sicher aufhalten kann. Wertschätzender und sensibler Umgang mit sich selbst, miteinander, unserem Umfeld und mit unserer Welt finde ich wichtig hierbei. Frei zu sein bedeutet, seine Meinung öffentlich zu äußern, auch unter Menschen, die eine abweichende Meinung haben, andere Ansichten und Weltanschauungen vertreten. Ich würde mich als frei bezeichnen, pauschal gesagt, wenn ich machen kann, was ich will. Das ist die eine Sache, aber die ernsthaftere ist, wenn ich das, was ich für mich als menschliches Wesen wünsche, verwirklichen kann, also meine eigene Identität realisieren kann. Ein Vogel schwebt, ähnlich wie unser Denken,
in einem unermesslichen Raum. Wenn das Denken die Freiheit erlangt, dann ist sie wie dieser Raum. Kann es ein Übermaß von ihr geben? Freiheit ist hier, zu sagen, was da ist und was in uns ist. Es gilt, innere Freiheit zu gewinnen, eigene Unvollständigkeiten, auch des Bewusstseins, offenzulegen. Granica jest zawsze czymś, co ogranicza wolność i to sobie z tego zdajemy sprawę. Eine Grenze ist immer etwas, das die Freiheit einschränkt und das ist uns bewusst. Was 1945 in Pommern geschah, also die Teilung Pommerns in den polnischen und den deutschen Teil, war in der Tat eine Zeit, in der sich die mentale Wahrnehmung darüber veränderte, was Pommern ist. Eigentlich haben wir es aus polnischer Sicht mit einer Situation zu tun, in der das Bewusstsein fehlte. Und das hat sehr lange gedauert, dass das, was westlich der Oder ist, eigentlich auch Pommern ist. Wir hatten es mit der DDR, mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun und wir hatten es mit einer Realität zu tun, die durch die Existenz der Grenze kaum erkennbar war. Und diese Öffnung nach 1971 in der Ära von Gierek war eine Öffnung, die diejenigen, die hier im Osten lebten und diejenigen, die westlich der Oder lebten, einander ein Stück näher brachte. Diese Annäherung fand natürlich zunächst auf einer elementaren Ebene statt. Polen haben sicherlich in größerem Maße davon profitiert, da sie Zugang zu Produkten hatten, die hier in Polen nicht verfügbar waren. Und sie erhielten Zugang zu einer etwas anderen Realität in Bezug auf die Wirtschaft und die Zivilisation, obwohl wir uns bewusst sind, dass diese Realitäten ziemlich ähnlich waren. Diese erste Öffnung der Grenze war auch, so habe ich den Eindruck, ein Hauch von gewisser Freiheit. Und es war auch ein Hauch von Freiheit, der mit dem Raum zu tun hatte. Mit der Tatsache, dass das Überqueren von Grenzen zur Zeit der Volksrepublik Polen so schwierig war, dass man einen Reisepass haben musste. Hier reichte plötzlich ein Personalausweis und wir konnten die Grenze überqueren. Wir konnten in ein anderes Land gehen. Das ist wahrscheinlich sehr schwer zu verstehen für diejenigen, die nicht in dieser Realität gelebt haben. Das ist sehr schwierig, denn die Grenze war etwas sehr Reales. Und sie zu passieren, war in den meisten Fällen nicht möglich. Die Freiheit im Rahmen eines politischen Systems ist eine völlig andere Art von Freiheit. Oft wird sie von sinnlosen Vorschriften eingeengt, die nur den gerade Herrschenden, aber nicht den Bürgern dienen. Dass ich immer auch an den oder die anderen denken muss, an meine Mitmenschen. Diese Richtlinie gilt für mich. Freiheit ist also eine Sache von Nehmen und Geben. Frei zu sein bedeutet gleichzeitig, die Einschränkungen zu akzeptieren, die unsere Erziehung, die Gesetzesnormen und im späteren Erwachsenenalter sicher die Verfassung, die uns sowohl Rechte als auch Pflichten gibt, uns abnötigen. Also erscheint die Verletzung all dieser Normen mir als ein Übermaß, ja ein Missbrauch der Freiheit, und das akzeptiere ich nicht. Freiheit endet für mich in dem Moment, wo ich Rollenzwängen unterlegen bin und nicht mehr frei sprechen, denken und handeln darf. Unsere Freiheit hat aber ihre Grenzen. Sie endet dann, wenn sie die Freiheit eines anderen Menschen, seine Freiheit auf eigene Ansichten und Entscheidungen antastet. Niemand hat also eine unbegrenzte Freiheit. Darauf beruht die menschliche Gemeinschaft. Freiheit bedeutet Frieden. Ja, Freiheit bedeutet Frieden. Ich weiß, dass ich frei bin. Was Freiheit bedeutet, ist schwer zu erklären. Ich bin auf jeden Fall frei in meinem Kopf. Ich bin frei, wenn ich frei in meinem Kopf bin. Die Freiheit ist ein Wert, der mich von frühester Kindheit an begleitet und der uns, wie es scheinen könnte, immer fehlt. Als Kinder haben wir den Eindruck, dass wir frei sein werden, wenn wir erwachsen sind. Als Erwachsene wissen wir, dass wir wirklich frei nur in der Kindheit waren. Freiheit bedeutet für mich, die Möglichkeiten, die mir gegeben sind, auch so wahrzunehmen, wie ich es gerne möchte. Ich bin frei, wenn ich diese Möglichkeit habe. Warto też wspomnieć o partnerstwie dwóch miast, Greifswaldu i Szczecina.
Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ta kwestia związana ze współpracą Uniwersytetu. Erwähnenswert ist auch die Partnerschaft zweier Städte, Greifswald und Stettin. Wie ich bereits sagte, ist dies ein Thema, das mit der Zusammenarbeit von Universitäten zu tun hat, aber nicht nur mit Universitäten. Immerhin sind es Partnerstädte. Es gibt auch eine Zusammenarbeit von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, aber auch eine Zusammenarbeit von zwei Museen, die sich sehr gut entwickelt. Aber es gibt auch den Preis Pomerania Nostra, den Preis, der Journalisten und Wissenschaftler aus beiden Städten zusammenbringt. Den Preis, der auch zeigt, dass es sich nicht um Städte handelt, die sich in einem Konglomerat der lokalen räumlichen Einschränkungen verschließen wollen. Es ist ein solcher Preis, der wirklich den Blick auf Pommern als Ganzes erweitert. Nicht nur auf Westpommern oder Vorpommern auf der anderen Seite, also auf Pommern als Ganzes, sondern auch auf Pommern als einen Ort, der in einer bestimmten europäischen Realität und in einer bestimmten internationalen Realität angesiedelt ist. Daher die Bedeutung dieser Preise, die Menschen betreffen, die von außen kommen, von außerhalb Pommerns. Zum Beispiel Minister Krzysztof Skubiszewski, Professor Anna Wolf-Powenska, die tatsächlich die Situation von dem Verständnis erweitern, was Pommern in dieser Realität des 21. Jahrhunderts sein kann. Es ist sehr wichtig, dass wir als Städte in dieser Zeit, die noch zu definieren ist, einen bestimmten Weg für uns finden. Schließlich wissen wir immer noch nicht, was dieses 21. Jahrhundert sein wird, obwohl schon 20 Jahre vergangen sind, seit es begonnen hat. Erst wenn alle Frauen frei sind von sexueller, sozialer, politischer, religiöser Unterdrückung, sind alle Menschen frei. Das Fehlen der Freiheit ist der Moment, wenn man weggehen möchte, aber das Haus nicht verlassen kann, zum Beispiel wegen einer Krankheit. Freiheit ist für mich, wenn ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Meine Freiheit beginnt und endet, wenn ich meine Gedanken und Gefühle öffentlich zum Ausdruck bringe, wenn ich über mich selbst hinausgehen kann. Gerade diese Freiheit im Denken und im Weitergeben dessen, was ich anderen mitzuteilen habe, ist wichtig. Meine Freiheit wuchs in meinem Leben mit den Jahren. Weniger Selbstbetrug, mehr Selbstbewusstsein, mehr Gelassenheit. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie Miłosz das sieht, aber ich bin der Meinung, dass es so etwas wie ein Übermaß an Freiheit nicht gibt. Alles hängt davon ab, wie gut man es versteht, sie zu nutzen. Das heißt, dass man anderen nicht schadet. Freiheit. Ohne Angst sagen zu können, was man denkt, sich entscheiden können zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Freiheit ist wie das tägliche Brot, das man zum Leben braucht oder die Luft zum Atmen. Sie muss täglich neu erworben werden. Freiheit ist ein Glücksgefühl, die Eröffnung von neuen Möglichkeiten. Die Freiheit ist der wichtigste Wert in unserem Leben. Ohne sie verlieren alle anderen an Bedeutung. Ich kann es mir nicht vorstellen, Freude aus der Freundschaft oder aus der Liebe zu schöpfen, ohne die Freiheit, die uns das alles gibt und die etwas ist, worum es sich zu kämpfen lohnt. Thank you.